Willkommen in Potters Bluff. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Video hier auf Potters Bluff Reviews. Heute soll es gehen um die schlechtesten Filme des Jahres 2019. Ich habe ja bereits zwei Videos hochgeladen, die könnt ihr euch gerne anschauen. Sind ja bestimmt irgendwo verlinkt auf meinem Kanal. Zu den 20 besten Filmen 2019. Zwei Hälften, einmal 20 bis 11, dann 10 bis 1. Könnt ihr euch gerne anschauen. Aber heute, wer lieber auf Hass steht, der ist jetzt hier richtig. Denn jetzt kommen die 10 schlimmsten Filme des Jahres. Klar, ich habe jetzt nicht alles mit reingenommen, was so richtig schlecht war, aber ich habe die Filme vor allen Dingen reingenommen, die ich am meisten enttäuscht haben und bei denen ich am meisten gedacht habe, hä, das bieten die wirklich einem zahlenden Publikum an? Und dann schaut man sich die Zuschauerzahlen an und denkt, hä, das schaut sich ein zahlendes Publikum an? Und dann bin ich immer total verwirrt und denke, Gott, vielleicht ist mein Geschmack total behindert. Aber nee, anscheinend ist schlecht gerade die neue Mode, ich weiß nicht. Denn wenn ihr euch mal die erfolgreichste Film des Jahres anguckt, rein von den Zahlen her, wird es einem schon übel, bis auf einen Film, Joker. Und dann, naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an mit den Filmen, die mich dieses Jahr am meisten aufgeregt haben, enttäuscht haben und die mich einfach fassungslos zurückgelassen haben. Steigen wir gleich sofort ein mit einer Doppelbelegung. Sorry, ich beschmue hier ein bisschen. Zwei Filme sind auf Platz 10, die hier und da sogar ein paar gute Eigenschaften haben und auf die ich mich sehr gefreut habe, aber mich trotzdem letztendlich ziemlich enttäuscht haben. Fangen wir zunächst mit der ersten Enttäuschung an. The Dead Don't Die, dem neuen Film von Jim Jarmusch. Und wenn man sich da den Cast durchliest, Bill Murray, Adam Driver, Iggy Pop, Chloe Sevigny, Tilda Swinton, da denkt man, wow, jetzt kommt eine Zombie-Komödie, die wir noch nie gesehen haben. Vielleicht knockt das sogar Shaun of the Dead aus der Rangliste raus. Aber nein, der Film ist irgendwie voll in die Hose gegangen. Ich werde es daran festmachen, einfach nur, dass Jim Jarmusch sich ein bisschen zu sehr auf seinem Namen ausruht, was noch einem Regisseur so geht in dieser Liste, das werde ich dann auch noch erwähnen. Aber die ganzen Meta-Jokes, wo sie über das Drehbuch reden, die zünden absolut nicht. Die Zombies an sich sind auch schlecht dargestellt. Weil in einer Zombie-Komödie oder auch einer Horror-Komödie insbesondere muss trotzdem eine gewisse Art von Grusel da sein. Also in Frankenstein Junior oder Meine teuflischen Nachbarn, da ist auch eine gewisse Art von Bedrohung da und es ist auch toll inszeniert in manchen Szenen. Und hier ist halt einfach nur, egal. Und dann ist auch keine Gewalt drin, oder zumindest keine, noch nicht mal lustige Gewalt. Also die Zombies zum Beispiel, die verpuffen einfach, also das fand ich voll schlecht. Das einzig Coole an dem Film war, Das Hauptlied, das auch mehrmals referenziert wird, dann die kleinen Anspielungen auf George Romero, dieser kleine Laden mit den ganzen Horrorfilmplakaten und Platten und so. Ja, aber ansonsten war The Dead Don't Die für mich eine der größten Enttäuschungen dieses Jahres und ich musste mich echt durchquälen. Und obwohl ich der größte Bill Murray-Fan bin, den die Welt je gesehen hat, aber das war wirklich nichts, Jim. Tut mir leid. Da fand ich den Film davor, Patterson, um Weiten besser. Da hat mir richtig gut gefallen. Na gut, aber egal. Dann kommen wir zur zweiten Enttäuschung auf Platz 10. Auf den Film, den ich mich riesig gefreut habe, seit ich den ersten gesehen habe. Das war S Teil 2 oder Kapitel 2. Ach man, das waren so viele verschenkte Sachen drin. Also nächstes Mal zu den positiven Punkten. Der Anfang war richtig gut. Es war exakt fast so, wie im Buch war. Es war eine gewisse Ernsthaftigkeit am Anfang da. Es war sogar richtig gruselig, die erste Szene. Und dann lässt der Film aber wirklich extrem nach. Weiß überhaupt nicht, was er mit den Figuren machen soll. Und der Regisseur, man merkt eben, dass er bei dem ersten kleiner besseres Händchen gehabt hat, weil er eben, ich will nicht sagen, auf dem Stand der Teenager war, die er da porträtiert hat, aber er kriegt es halt absolut nicht hin, Erwachsenen-Thematiken zu treffen, irgendwie die zwischenmenschlichen Beziehungen rauszuarbeiten, die Wichtigkeit und das Gewicht von dem Buch rüberzubringen. Und dann wird es so eine Art Rekrutierungsfilm. Man sieht alle 10 ankommen, dann treffen sie sich kurz, dann gehen alle 10 weg und machen wieder die einzelnen Erlebnisse. So ist es auch im Buch, aber im Buch ist es was ganz anderes. Es muss aber im Film viel mehr ineinander greifen, verschachtelt sein. Die Dynamiken zwischen den Schauspielern muss besser rausgearbeitet sein. Und bis auf Jessica Chastain und James McAvoy, die ihr gut spielen, aber bei weitem nicht auf ihrem Top-Level, sind die anderen Darsteller zwar gut gewählt, aber ich weiß nicht. Und auch derjenige, der Mike Hannon spielt, der Typ aus der Old Spice-Werbung, der war auch also total übertrieben, wie hier Mike dargestellt wird. Total wie so ein, ich weiß auch nicht. Und dann passieren auch Charaktereigenschaften und sowas, die funktionieren nur, weil es der Film vorgibt, aber das wird überhaupt nicht geerdet im Film.
Also im Buch macht das einen Sinn, warum Bill der Anführer ist, warum alle auf ihn hören. Und hier geht es einfach, ja, sie hören auf dich, warum? Das hat mit Sachen zu tun, die auch schon im ersten Fall schon sind, wo sie selbst Hand angelegt haben und die Story geändert haben, was dann nicht funktioniert hat. Zum Beispiel, es war nie eine Rachegeschichte, weil war nie eine Story, dass sie vielleicht noch Georgie finden würden, wie im ersten Teil. Georgie war tot und sie haben zusammen beschlossen, ihn zu töten. Beverly war nicht das schwächste Glied, wurde entführt und musste von den ganzen Jungen gerettet werden. Nein, Beth war die stärkste in dem ganzen Truppe und hat die rausgezogen. Und das war eine aktive Mission von Jugendlichen, um den Clown aufzuhalten. Aber, tja, S2 hatte viele verschenkte Möglichkeiten und vor allen Dingen, der Film hätte viel psychologisch viel, viel härter sein müssen, denn er hat wieder die gleichen Jumpscares gemacht wie der erste Teil, ohne jetzt wirklich auf diese Hardcore-Thematiken einzugehen. Man hat wirklich hier echt viel verschenkt. Es gibt ein paar schöne Szenen, aber insgesamt war das eine Enttäuschung für mich, viel zu lange. Das Ende ist auch nicht. Irgendwann verliert es einfach seinen Grusel, seinen Flair und es ist einfach nur. Ich glaube, dem kam echt als negative Auswirkung hat es wirklich, dass das erste Teil so groß war und sie beim zweiten Teil so viel Kohle hatten und ich glaube, viel zu Leute mit reingeredet haben. Deswegen ist S-Teil 2 leider auf dieser Liste gelandet, den ich gerne auf der Top-Liste gesehen hätte. Platz Nummer 9 geht an Das perfekte Geheimnis. Ein Film von Boro Daktari. Keine Ahnung, diese Pfeife, die schon die ganzen Fuck You Goethe-Teile gemacht hat, die auch fürchterlich erbärmlich sind. Aber Das perfekte Geheimnis ist ja eine gute Prämisse. Ich meine, es wurde jetzt in 5 Ländern schon verfilmt, jetzt ist halt Deutschland an der Reihe. Aber was da wieder verheizt wird, was da wieder abgezogen wird, ist wieder unterste Kanone. Total unglaubwürdige Charaktere. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Film. Der Film ist einfach sowas von fake. Das fängt schon an bei dieser Kulisse, wo die da wohnen der ganze Film funktioniert irgendwie nicht richtig und die Gags zünden überhaupt nicht. Also es gibt so ein, zwei gute Gags, muss ich auch zugeben, aber das war wahrscheinlich von einem anderen Film geklaut. Dann die Schlussaussage ist total fragwürdig. Also die einzigste anständige Person in dem Film, die wird nie wieder gezeigt, die wird nicht gezeigt, was aus der geworden ist. Er wird die kaputten Beziehungen weitergeführt und so getan, als ob das das Ideal im Leben ist. Also ganz schön kranker Film. Und dann natürlich wieder Elias Mbarek, Florian David Fitz, alle, die gerade zur Zeit irgendwie da sind. Und Jessica Schwarz war total schlecht. Also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also richtig so, als ob sie da mal hingeholt wurde, muss sagen, mach mal was. Und die so, oh, ja, okay. Also das perfekte Geheimnis ist mir ein Rätsel, warum die Leute da reingegangen sind, so zahlreich. Also genau wie bei den Fuck You Goethe-Teilen. Also, und dann sitzen da 50-Jährige drinne, Männer und Frauen, und lachen sich einen ab. Und ich denke mir nur, was wollen die immer sagen, von welchen Niveaustufen? Das ist total billig und niveaulos. Und da lachen sie in so einem Film. Da denke ich mir doch echt, ey, ihr habt doch totalen Schaden. Also das perfekte Geheimnis ist, das ist die perfekte Scheiße. Und ja. Platz Nummer 8 geht an Avengers Endgame. Oh, wenn doch das doch endlich wenn das wirklich die Phase wirklich zu Ende wäre. Aber es kommt ja noch eine und noch eine und noch eine. Oh, dieser effektüberladene Käse, das muss endlich mal aufhören, wirklich. Also es reicht doch jetzt wirklich, oder? Also es muss euch doch schon zu den Ohren rauslaufen, solche Filme zu gucken. Immer wieder dasselbe, dann auf die billigsten Tränendrüsen gedrückt. Das Drehbuch ist einfach nur. Okay, man kann natürlich jetzt sagen, ey, es ist ein Comicfilm, es ist für Kinder gedacht. Aber die meisten, die da reingehen, sind keine Kinder. Und es ist einfach erbärmlich zu sehen, dass Leute echt solche Filme auf Niveau heben, wo sie es mit richtigen Filmen vergleichen und sagen, das ist irgendwie im gleichen Topf. Da denke ich mir, hä? Nein, das ist reinstes, sinnloses Mainstream-Unterhaltungskino, aber in negativer Hinsicht. Also das ist so das Junkfood im Kino, was überhaupt nicht geht. Viel zu lange. Der Anfang und dieses verschwendete Talent. Wann kriegen wir denn endlich mal wieder Robert Downey Jr. zurück oder Mark Ruffalo? Das sind so gute Schauspieler. Also wirklich. So ein Mist. Ah ja, es ist halt das Geld. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ansonsten, ja, vergessen, sobald man ihn gesehen hat. Da eine vollkommen rührselige Szene am Ende. Total übertrieben und. Ach, der macht so viel keinen Sinn. Allein schon diese Captain Marvel-Figur, das ist einfach. Ja, wir schreiben es immer rein, wenn wir sie brauchen, und dann muss er wieder gehen. Dann kommt, schreiben sie rein, wenn sie sie braucht, dann kann es wieder gehen. Weil jetzt funktioniert die Story nicht, weil wenn Captain Marvel da ist, die können ja das jetzt machen. Das geht jetzt nicht, weil. Aber wir haben ja eine Zeile im Drehbuch, wo drin steht, ja, ich habe nicht nur hier was zu tun, und dann wird sich das schon alles erklären. Ja, na, so macht das natürlich Sinn. So kann man sich aus jedem Drehbuch rausschreiben. Aber das ist natürlich nicht schlecht. Also, sie ist die versinnbildlichte Ex-Machina-Maschine.
Und das war sie. Oder dieser Shot, wo sie alle weiblichen Charaktere vereint, so mitten im Schlachtfeld. Das hat überhaupt keinen Sinn, warum die auf einmal alle auf einen Haufen sind. Einfach nur, um hier zu zeigen, Frauenpower 2019, ja, wir sind dabei, MeToo. Dieser Film ist einfach, es ist einfach ein Konzernprodukt und ich finde es einfach so schlimm, dass das so in so vielen Herzen aufgenommen wird. Und wenn es ja wenigstens was wäre, wo man sagen könnte, wow, das ist so. Aber egal, scheiß drauf. Avengers auf Platz 8. Platz 7, die Neuverfilmung von Robin Hood mit Taron Egerton und Jamie Foxx. Also, was ich dabei gesagt habe. Der ganze Film hat das gleiche Problem wie dieser King Arthur-Film gehabt. Das ist einfach, der soll einfach früher spielen und sie reden und handeln und schreiben Dialoge rein, als ob das aber jetzt passiert. Da fallen so Wörter wie Inside-Job oder so ein Scheiß, sowas. Das gab es früher noch nicht, solche Wörter. Seid ihr geistig krank oder was, sowas zu schreiben und dann noch so zu verfilmen? Und also, wer diesen Film. Ach, ich habe den nur geguckt, weil der hier läuft, weil hier in diesem Kino gelaufen ist. Da gucke ich halt mal mit rein, so, aber ich habe den, glaube ich, nicht mehr bis zum Schluss durchgehalten. Also, nee, tut mir leid, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Platz Nummer 6. Wieder eine Doppelbelegung und es wäre keine Flop-Liste, wenn nicht Dwayne The Rock Johnson darin wäre mit zwei Filmen, zwar Jumanji Next Level und Hobbs and Shaw. Nee, was soll ich denn dazu sagen? Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Und Danny DeVito und Danny Glover haben sie damit reingezogen in den Jumanji-Film. Ich habe gedacht, nein, nein. Warum müssen solche Schauspieler in solchem Alter so tief noch sinken, damit sie noch irgendwie eine Rolle kriegen? Das ist. Jumanji Next Level ist the next shit. Es ist einfach. Es ist Müll. Es ist Müll. Kevin Hart ist nicht lustig. The Rock ist nicht lustig. Das Drehbuch ist nicht lustig. Jack Black versucht, was er kann. Aber. Dem ist ja auch scheißegal, was er macht. Hauptsache, er kommt nochmal in den Mainstream-Film rein. Ach, und Hobbs und Shaw, also da ist Hopfen und Malz verloren. Also sorry. Also, ich kann gerade echt, ich könnte vermuten. Do you have any rubber walrus protectors? Call the police. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Entschuldigung, ich habe kurz meine Contenance verloren. Platz Nummer 5 hatte ich ja schon erwähnt vorhin. Captain Marvel, jetzt der Einzelfilm mit Brie Larson, wo ich mir auch denke: Mädchen, du hast so gut angefangen. The Gambler, Room, also Raum, wie ist der? Short Term 12 oder so. Verdammt, ich bin wieder recht mit Namen dieser Liste. Auf jeden Fall eine sehr gute Schauspielerin, ein sehr hoffnungsvolles Talent und. Er wird wieder eingewickelt von dieser Marvel-Maschine und das bedeutet, sie ist wieder irgendwie für Jahre verpflichtet und nebenbei. Und dann geht es dann, oh, ich mache keinen kleinen Film. Warte mal, da kriege ich hier nur 200.000 und da krieg ich ja 15 Millionen. Ja, was nehme ich denn da? Ach, ist schade. Wenn sie wenigstens einen Film machen würden und dann sagen, okay, jetzt habe ich Kohle, jetzt kann ich wieder kleine Projekte machen, aber dann werden halt einfach gleich 10-Jahres-Deals unterschrieben. Ach, naja. Captain Marvel ist. Naja, es versucht so diese Blockbuster-Mentalität der 90er wieder aufzuleben lassen, schafft es aber nicht. Wieder versucht es krampfhaft witzig zu sein, auch wie Avengers teilweise, und wo man sich denkt, Leute, das muss organisch kommen, ihr könnt das nicht erzwingen mit billigen Witzen und Sprüchen. Das einzige Gute fand ich das De-Aging, was ich in The Irishman so kritisiert habe, aber bei Samuel Jackson muss ich sagen, habe ich es wirklich nicht gesehen. Das war perfekt, hat sich das perfekt eingeblendet, um mal was Positives über den Film zu sagen. Aber ansonsten ist das nix. Tut mir leid. Raus damit. Platz Nummer 4, wieder mit einer Doppelbelegung. Und das traurig ist, das ist es zu sagen, aber es ist leider Will Smith mit Aladdin und mit Gemini Man. Also beide Filme unterste Kanone. Also Gemini Man, was hat sich denn Will Smith dabei gedacht? Hat er wirklich gedacht, das wird was? Also ernsthaft, die Effekte, die Framerate, die Story und. Oh. Ang Lee, ich bin total enttäuscht, also sorry, also Gemini Man geht gar nicht. Das ist
Das ist Blockbuster-Kino der ekligsten Sorte. Das ist noch schlimmer als Avengers. Und Aladdin, das ist wirklich absolut indiskutabel. Also ernsthaft mal, also das könnte ja echt kein anbieten. Also was sich Disney rausnimmt und was das für einen Erfolg hat, das macht mir echt Kopfschmerzen. Also jetzt mal ernsthaft, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll oder wie man sich das erklären kann, dass so ein Film Erfolg hat. Das ist das Schlimmste vom Schlimmen. Das wird ja nicht mal ansatzweise irgendwie die Magie von diesem alten Film eingefangen oder von dem Trickfilm oder allein von dem Genie und alle bleiben so blass und alle sind so, es ist alles so künstlich und es ist einfach, das ist kein Kino, ich weiß nicht, was das ist, das ist einfach nur noch ein Marketing-Geleehaufen, ich kann es euch nicht erklären. Platz Nummer 3, apropos Marketing-Geleehaufen, Cats. Cats ist ja schon ein fürchterliches Musical. Aber das auch noch als Film zu machen vom schlimmsten Regisseur, der je gehaust hat, kommt jetzt nicht auf den Namen, aber der Typ hat gemacht, jetzt gebt euch einfach mal diese Filme. King's Speech, okay, kann man verzeihen. Les Miserables, The Danish Girl, und jetzt sein krönender Abschluss, Cats. Tom Hooper heißt er, glaube ich. Also so ein Drecksack von Typ, Alter. Sowas zu drehen, also ernsthaft mal, das ist ja wirklich gemeingefährlich. Das ist ja widerlichstes Anbiedern vom. Und diese. Wieso animiert man Menschen so, dass sie aussehen, als ob sie billige Kostüme anhätten? Das geht mir nicht in den Kopf rein. Das ist das Gegenteil, was dieser scheiß König der Löwen, der auf Platz 2 ist übrigens, versucht. Platz 2, König der Löwen. ja, warum macht man etwas fotorealistisch, was. Wozu? Das macht keinen Sinn. Das macht null Sinn. Dramaturgisch nicht und sonst was nicht. Erzähltechnisch sind sie sowieso schon am Ende der Fahnenstange. Und da hilft auch nichts, dass sie Kimba nochmal remaken. Ich meine natürlich König der Löwen. Also, nee, sorry. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Also, das ist der Tod jeder Kreativität. Klar steckt da eine Mammuttechnik dahinter, ein Mammutaufwand, aber wofür? Für nichts. Ich stoße da auch an meine Grenzen, was so Verständnis angeht und ich weiß es nicht. Also wenn ihr mir erklären könnt, was das soll, warum man Kinder da reinschleppt und ihnen sowas zeigt, wenn andere Filme griffbereit daneben liegen oder andere Sachen es gibt, dann erzählt es mir. Warum sind nicht mehr in diesen Missing Link-Film gegangen von diesem geilen Stop-Motion-Studio? Leica, ich verstehe es nicht. Egal. Okay, jetzt kommen wir zum absoluten Negativhöhepunkt. Und es teilen sich sogar zwei Sachen. Ich werde noch einmal beschmuhen. Und zuerst der Regisseur, der sich nur noch auf sich selbst einen runterholt und noch mehr als Terrence Malick. Noch mehr als Jim Jarmusch in Dead Don't Die. Es ist Nicholas Winding Refn, einer meiner, jetzt muss ich fast sagen, ehemaligen Lieblinge mit der Serie Too Old to Die Young. Eigentlich eine Serie, aber es gibt nichts, was mich dieses Jahr so schlimm angekotzt hat beim Schauen. Und ich bin so jemand, wenn ich was anfange, ich muss auch zu Ende gucken, egal wie sehr ich es hasse. Oder wie sehr aber ich hoffe ja immer noch, dass was kommt. Diese Serie. Wer da noch drauf reinfällt, der muss einen echten Schaden haben. Das ist einfach nur ein einziger Mittelfinger von Nicholas Winding Refn an seine Fans, an die Zuschauer allgemein. Das ist ein Runterholen auf sich selber, das geht überhaupt nicht klar. Die Kamera ist sowas von sinnlos motiviert. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was die Kamera macht. Und er bettelt förmlich Cliff Martinez an, bitte rette mich mit der Musik, bitte, bitte, es geht nicht, oh, es geht nicht mehr ohne. Klar, das soll das Style over Matter sein, over Substance, aber das ist doch scheißegal. Das ergibt null Sinn. Das ist wie David Lynch, der es nicht mehr kann. Das ist wie, keine Ahnung, wie er versucht immer so Regisseure nachzuäffen und das klappt alles nicht. Und diese Schauspieler, oh, Miles Teller mag ich eigentlich, aber wenn er solche Anweisungen kriegt oder der Typ, der diesen Jesus spielt und also oh, diese zweite Folge, oh, das Finale und diese Dramaturgie und die billigen CGI-Effekte. Da hat er schon eine Kamera, die total kompromisslos auf alles draufhält, voll cool manchmal auch gefilmt. Also die Kamera ist ja teilweise wirklich richtig fett, aber total sinnentfremdet, warum das so gemacht wird.
Und dann ist diese Kamera skrupellos drauf auf den Leuten und dann kommt so ein billiger CGI-Effekt und du bist sofort, hä? Was soll das? Warum bist du auf in einer Beziehung total kompromisslos und in der anderen gehst du die billigste Abkürzung, die man gehen kann? Da ist diese Szene, das ist kein Spoiler großartig, da wird so mit einer Schienenfahrt wird so gezeigt, wie er so Polizisten hinrichtet, der Jesus. Und sie schneiden hin und her und sie nehmen trotzdem die billigen CGI-Effekte. Sie schneiden doch hin und her. Und er wusste das vorher schon. Wieso machen sie da keine echten Effekte? Das sieht einfach sowas von billig aus. Die ganzen Tode von diesen Hauptfiguren, die verblassen total. Man hat sie überhaupt nicht kennengelernt. Wer waren die? Das waren irgendwelche scheiß Drecksfiguren in Reffens Masturbationsstall. Ich kann es euch nicht anders erklären. Genau wie, das hat ja schon mit Neon Demon angefangen, wo es schon so, da habe ich schon gedacht, okay, hoffentlich übertreibt das nicht. Und das ist die absolute Vollendung von der Langeweile. Und da ist auch so ein Interview drauf bei Neon Demon. Das war so charakteristisch für mich. Da hat Ryan Gosling ihn interviewt, so bei der Neon Demon Premiere in L.A., glaube ich. Und da ging es so, warum hast du das gemacht? Hast du jetzt alle Möglichkeiten der Welt gehabt? Es hat dir keiner reingeht. Warum hast du genau das so gemacht? Und er so, keine Antwort, Minute lang. Und dann so, ja, ich liebe dich, Ryan. So aus Gag ausgewichen. Es ist einfach nur so, naja, er hat einfach keine Lust mehr, was zu erzählen. Es geht nur noch darum, ach ja, ich mache Bilder, die irgendwie cool sind, ich lege coole Musik drunter und das war's dann. Die Schauspieler lasse ich auf der einen Seite emotional spielen, auf der anderen Seite lasse ich sie runterkommen. Das schwankt sogar in der Szene hin und her, das macht null Sinn. Die Effekte, also wie gesagt, die Effekte und die Einstellung, wie manches gedreht wurde. Und dann einfach nur, hier haue ich ein krasses Licht rein, da haue ich ein krasses Licht rein. Alle so, wow, oh Gott, Neonbeleuchtung, wow, oh, das ist ja total krass. Nee, es ist ziemlich einfach sogar, wenn man sich mal damit beschäftigt. Also, Too Old to Die Young, das ist eine Tortur, das durchzustehen. Also, werde ich nie wieder in mein Leben schauen, den Mist. Ehrlich, ohne Scheiß. Und dann sagt er noch, das ist für Teenager. Zeig mir einen Teenager, der diese Serie guckt. Das kann ich mir so erklären. Du könntest in dieser Serie eine Szene anfangen, könntest zwischendrin 15 WhatsApp-Nachrichten schreiben oder SMS oder E-Mails und würdest hochgucken und dann wird erstmal der erste Satz fallen. Wenn er das damit meint, dass es für Teenager ist, dass die ihn nicht mehr hingucken wollen, dann hat das sein Ziel absolut erreicht. Tut man sich halt irgendwelche Interviews mit ihm anzuschauen und zu gucken, naja, vielleicht habe ich da keinen richtigen Zugang zu und du hörst, was er darüber selbst sagt und du sagst jetzt einfach nur Müll. Also, er hat es einfach nie verkraftet, dass Drive sein erfolgreichster Film war, weil er halt mal versucht hat, dem Publikum auch, also er hatte die Chance nach Drive auf die Weltbühne aufzusteigen und seine Karten mit auf den Tisch zu legen und hat sich einfach dagegen entschieden. Only God Forgives fand ich, ist fast für mich sein stärkster Film. Aber danach haben ihn seine Instinkte verlassen, sein Gespür und das macht mich eigentlich nur noch traurig und ich hoffe echt, dass er wieder zu alten Glanz aufkommt, weil ich will nicht, dass er so eine Route einschlägt wie Terrence Malick oder ich hoffe, bei Terrence Malick selbst, da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Seine letzten drei Home-Videos habe ich geguckt, habe ich gehasst. Aber jetzt kommt ja Hidden Life raus und ich hoffe echt, dass er jetzt mal wieder sich zusammenreißt und mal was macht, außer das, was er einfach aus dem Schlaf hinzaubern kann. Okay, oh, wo wir gerade von verschwendendem Talent reden. Jetzt kommen wir zu meinem Hassfilm des Jahres. Ich habe es kaum geschafft, ihn durchzustehen. Es ist Free from Hell von Mr. Rob Zombie. Ich weiß nicht, das klingt immer so blöd, wenn man sagt, man ist irgendwie reifer geworden oder so. Aber früher habe ich mir Rob Zombie-Filme angeguckt und war echt so begeistert. So, ich habe sogar, obwohl ich einen riesen John Carpenter-Film, die Halloween-Filme damals cool gefunden von Rob Zombie. Das muss ich jetzt auch mal zugeben. Oder ich habe, die fand ich cool. Ich finde auch Haus der 1000 Leichen und Devil's Rejects immer noch gut. Ich müsste aber auch wieder mal schauen. Ich hoffe, dass es sich nicht jetzt ins Gegenteil verschlägt. Bei den Halloween-Filmen hatte ich nämlich ein böses Erwachen, als ich dieses Jahr nochmal geschaut habe. Ging gar nicht. Ich weiß nicht, was ich damals dran gefunden habe. Ist einfach fürchterlicher Scheiß eigentlich. Und jetzt mit Free from Hell. Das ist wirklich die Hölle, den Film zu gucken. Da geht ja gar nichts mehr. Inszenatorisch 0. Drehbuch 0. Schauspielerei 0,0. Regie nicht vorhanden, Kamera nicht vorhanden. Also da ist eine Szene, wo ein Knast-Fight kommen soll, der also diese geilen alten Woman-Exploitation-Filme erinnern soll. Man sieht einfach nichts. Es ist einfach wirklich nur, die haben die Kamera genommen, haben so gemacht. Und das haben die sogar geschnitten und ich so. Und die Sherry Moon Zombie, es reicht langsam. Es reicht. Wirklich, es reicht.
kann es nicht mehr sehen. Also die übertreibt ja so dermaßen und es ist einfach nicht mehr lustig. Wo ich sagen muss, dass Free From Hell sogar noch ein Mini-Tick besser war als der davor, der 31. Der Film war ja, das war eine Zumutung. Das war ja Latrine. Das war eine Latrine von Film. Das ging gar nicht klar. Aber Free From Hell ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist fürchterliches Kino. Der ist im Kino gelaufen. Ich kann es nicht oft. Ich glaube, es war, glaube ich, nur ein Tag oder so. Aber auf jeden Fall, es war ein Tag zu viel. Dieser Film ist, da geht gar nicht, das funktioniert nicht auf allen Enden. Sid Haig ist während der Dreharbeiten leider verstorben. Sie haben großes Promoting mit ihm gemacht, er ist im Film ungefähr eine Minute. Danach wird er ersetzt durch eine ganz schlimme Figur. Da ist eine Szene, wo Sherry Moons Charakter Baby ausbricht aus dem Knast. So was Erbärmliches, Zusammengeschusser, das habt ihr in eurem Leben nicht gesehen. Das kriegt ja nicht mal Marvel hin. Also das ist, also so eine Scheiße habe ich mein Leben noch nicht gesehen und gehört. Also als ob die Figuren in einem Paralleluniversum existieren, in der überhaupt nichts irgendwie Sinn ergeben muss, damit die Story wird vorangetrieben. Man erwartet der ernsthaft, dass wir zu den Figuren noch irgendwie eine Art Beziehung aufbauen? Bei der Inszenierung, bei den Darbietungen, bei der Handlung, bei dem, das ist einfach der pure Scheiß. Das muss ich so deutlich sagen. Und es macht mich traurig, weil viele der ganzen aufsteigenden Horrorregisseure, die haben sich alle verpisst. Eli Roth, da kommt nichts mehr. Das Deathwish Remake, was war das? Eli Roth macht ein Deathwish Remake und ist zahmer als der 1970er Film. Eli Roth, die Frauen wurden nicht mal, also dieser Film. Dann macht er das Haus mit den geheimnisvollen Uhren und irgendeinen Scheiß. Rob Zombie, da kommt nichts mehr. James Wan macht Aquaman. Was ist aus dem alten Splatpack geworden? Wo sind die hin? Einzig Alexandra Aja hat noch was Cooles gemacht mit Crawl. Das geht gar nicht. Der einzige, auf den ich echt noch verlassen habe, ist der Mike Flanagan. So, das war's dann aber auch an neuen Horror-Talenten so irgendwie. Und der Ari Aster. Aber der hat ja erst zwei gemacht. Vielleicht sind das. Ich hoffe nicht, dass es wie bei den anderen vielleicht zwei, drei gute und dann in die Toilette. Also Free From Hell ist Kino zum Abgewöhnen. Das geht gar nicht klar. Ne. Tut mir leid. Okay, aber genug. Ich habe so einen Hass gerade, ey. Ich muss jetzt irgendwo einen guten Film gucken. Auf jeden Fall, das war meine Flop-Liste 2019. Ich hoffe, so einen Einblick geben, was ich scheiße finde. Ich glaube, es war deutlich genug. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr zum Kotzen fandet dieses Jahr, welche Filme. Aber schaut lieber nochmal meine Top-Liste. Da seht ihr richtig gute Filme. Ich bin ja eher so. Aber auch immer überlegen, ob ich diese Flop-Listen abschaffe, weil ich finde es immer so sinnlos, einfach nur so zu. Man sollte eher seine Zeit mit Sachen verbringen, die einem positiv überraschen, und zu den Sachen, die man scheiße findet, sollte man eigentlich am besten schweigen. Aber meistens ist es eher umgedreht, auch gerade im Internet und so. Und deswegen, vielleicht mache ich nächstes Jahr keine Flop-Liste mehr, weil mich das einfach nur frustriert. Okay, ich hoffe, es hatte trotzdem ein bisschen Spaß. Lasst eure Kommentare da, gebt mir einen Daumen nach oben. Danke, dass ihr immer noch bei mir seid. Ich versuche jetzt wirklich wieder regelmäßig Videos hier zu machen und halte euch über alles am Laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben. Trotz dieser Liste, geht weiterhin ins Kino. Macht's gut!